Tausende von Jugendlichen konnten nach der Schulentlassung keine geeigneten Lehrstellen finden. Ihre Unterbringung bereitet den verantwortlichen Stellen große Sorge. Bundesarbeitsminister Storch äußerte sich zu dieser Frage. Wir in der Bundesregierung sind uns darüber klar, dass für die Übergangszeit für die Jugendlichen etwas geschehen muss und dass wir dadurch geschehen, dass wir die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere jugendlichen Menschen für die Übergangszeit eine theoretische Berufsvorbildung bekommen, die sie dann später in die Lage versetzt, in unserem Wirtschaftsleben mit einer verkürzten Arbeitszeit ihren Platz zu suchen und zu finden. Überall im Bundesgebiet sollen Ausbildungsstätten entstehen, die den Jugendlichen eine solide Berufsvorschulung vermitteln. Dadurch soll die künftige Lehrzeit abgekürzt werden.